Moin, liebe Freunde der gepflegten Angelkunst und herzlich willkommen zu einem neuen Angel für meinerseits. Ich bin wieder auf der ewigen Mission dicke Fische. Ja, ja, heute nicht zu fangen, sondern eher zu sehen. Ich begleite heute den Matthias Weigang. Mit Matthias Weigang war ich ja letztes Jahr unterwegs. Dort hat er mir gezeigt, wie das Angeln auf Friedfische mit dem Spirulino funktioniert. Sehr interessant, wie ich finde, damals. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile angekommen. Matthias sehe ich da ungefähr 10 Meter vor mir. Der ist da am Werkeln. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dahin und alles Weitere dann im weiteren Anschluss. Hi Ewald, schön dich zu sehen. Moin Moin, ich bin gerade angekommen und du hast schon die Route krumm. Ja, ich habe schon ein paar gefangen. Ich sitze jetzt hier eine halbe Stunde, so 6-7 Fische habe ich schon gefangen. Das ist schon mal ein vorzeigbares Ergebnis. Ja, und ich sehe, die Route ist ja krumm. Hier kommt der nächste. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, wir sind hier heute hier bei mir im Dorf am Baggersee. Und hier gibt es eigentlich reichlich Fische. Der See ist ein bisschen zickig. Wir haben jetzt 4 Tage Dauerregen gehabt. Und es ist eigentlich viel zu kalt für die Jahreszeit. Wir haben jetzt 10 Grad, Ende Mai, Katastrophe. Aber guck mal hier gibt es richtig schöne Fische. Ja, schön braun. Wir angeln heute mit dem Method Feeder. Das heißt, wir haben so einen kleinen Flatkorb. Da kommt nachher das Futter drauf. In dem Futter wird unser Köder versteckt. Wir angeln mit ganz kurzen Vorfächern, so circa 10 cm. Das ist eine Selbsthakenmontage. Der Fisch nimmt den Köder auf. Der Köder hängt unterm Haken am Heer. Der Fisch saugt den auf, schwimmt weg und hakt sich dadurch selber, weil der Haken frei liegt. Hier unten befestige ich meinen Rafter mit einem Bajonett. So ein kleiner Spieß. Den spieße ich einfach in meinen Wefter rein. Und schon hängt er unterm Haken. Ich lege meinen Köder als Eyecatcher in die Mitte. Fülle das Ganze mit meinem Futter-Pellet-Mischung. Dann gehe ich hin. Hier unten sind die Rippen, die das Futter halten, vom Method Flat. Den drücke ich einfach in die Form rein. Löse den außen fertig. Jetzt liegt euer Köder, in dem Fall ist es ein Wefter, ein FTM Sensibait in 6 mm. Der liegt genau in der Mitte von eurem Futter. Das fällt so auf den Boden, löst sich auf und euer Köder liegt als Eyecatcher mit der grellen Farbe drin. Da kann der Fisch überhaupt nicht dran vorbeischwimmen. Wenn der Korb abgesunken ist, dann spannen wir die Schnur ein bisschen bei, damit die Spitze auf Spannung ist. Dauert ein kleines bisschen, jetzt haben wir hier eine Wassertiefe von ungefähr 4-4,5 Meter. Dauert dann ein bisschen, bis die Schnur beigesunken ist. Und dann ist die Spitze dann auch ein bisschen Neigung in der Spitze, ein bisschen Spannung drauf. Dann kann man nachher den Biss gut sehen. Wichtig beim Method Feedern ist auch, dass die Rute eine vernünftige Ablage hat. Ihr seht hier in dieser Ablage, die kann nicht weg. Der fängt die regelrecht ein. Hinten ebenfalls. Da ist eine Vertiefung drin, die hängt so fest, die kann nicht weg. Die Bisse sind oft so brachial, wenn da ein Karpfen ist, da müsst ihr echt aufpassen, sonst ist eure Rute weg. Mit solchen Ablagen habt ihr überhaupt keine Probleme, bleibt hängen, ihr könnt schnell an die Rute ran. Oft geht das ganz schnell, auch niemals aufstehen, irgendwo hinlaufen, immer die Rute raus. Die Chance, dass da ein Karpfen dran geht oder ein anderer großer Fisch und zieht euch die Rute rein, die ist riesengroß. Wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Method Feedern ist einfach eine todsichere Methode. Man hat da ganz, ganz wenig Aufwand. Man braucht sich keine Lebendköder zu organisieren, wenn man mal schnell an das Wasser will. Eine Tüte Pellets, eine Tüte Futter, macht man sich schnell nass. Seine Wefters oder seine Boilies hat man zu Hause liegen, geht ans Wasser und fertig. Das ist so eine schöne Angelmethode mit ganz, ganz wenig Aufwand, ganz viel Fischfang. Und da ist wohl ein schöner Brass. Jetzt kann ich dir auch mal zeigen. Petri, ich kann dir mal zeigen, wie schön die vorne hängen. Ja. Der hat sich schon selber gelöst. Die hängen ganz vorne mit dem Method Feeder. Hier ist der Haken.
Die hängen ganz vorne, da ist jetzt im Netz schon los hier. Guck mal, schöner Fisch. Und hier kannst du ganz deutlich sehen, das ist ein Vibe. Der hat keine Pickel, ne? Keine Pickel und der ist noch voller Laich, siehst du? Die haben noch komplett nicht abgeleicht. Wir haben, wie gesagt, wir haben fast Ende Mai. Das ist doch Wahnsinn. Sie sehen, da ist schon einer in die Schnur geschwommen. Bei Mettetfiedern ist auch immer liegen lassen, wirklich mit die Hände unterm Hintern. Erst anschlagen, rausholen, wenn das Ding richtig krumm läuft. Man bekommt so oft Leinschwimmer oder so kleine Hacker, das ist kein Biss, absolut nicht. Wenn der Fisch den packt, da geht der auch ganz rund. Das sind Leinschwimmer, wenn er da drauf anschlagt, der hängt nie dran. Einfach Ruhe bewahren, wirklich. Am Anfang mussten wir auch wirklich so sitzen, waren auch zu nervös, wie wir damit früher angefangen haben. Das ist einfach so. Ruhe bewahren, warten, bis der richtig krumm läuft und dann anschlagen und rausholen. Im Prinzip, wenn er den richtig nimmt, da braucht er gar nicht mehr anschlagen. Da braucht er den nur leicht wegzunehmen. Der Fisch hängt schon dran, der hängt sich ja selber. Ne? Sie selbst haben. Dran, siehst du? Ja. Du brauchst nur noch aufnehmen, dann hängt er, siehst du? Da brauchst du gar nicht mehr anschlagen. Darum sagte ich auch eben, einfach warten, bis der richtig krumm ist. Das geht wie von alleine beim Mettetangeln. Nur die Fische musst du selber in den Kescher befördern. Du musst noch gucken, dass die rauskriegst, ja. Das ist das Einzige. Aber das ist so eine schöne, simple Anglerei, ne? Wie gesagt. Das macht echt Spaß, ne? Vor allen Dingen, weil man selektiert echt die größeren Fische damit. Ne? Jetzt sind wir ja hier auf dem Naturgewässer. Hier fangen wir ja, hier ist der Hauptfisch, die Brasse. Hier kann man aber auch eine schöne Schleie noch dabei fangen oder einen Karpfen. Hier sind halt nicht so extrem viele Karpfen, als hier sind wir nicht am Kapodrom. Ne? Da fängt man halt nur Karpfen damit, da macht natürlich auch richtig Laune. Aber hier ist der Hauptfisch halt die Brasse. Ne? Und ein weiteres Petri an dich. Danke. Schöne, gesunde Fische. In der Tat und makellos. Ja. Wir haben zum Mettetangeln eigentlich gar nicht viel nötig. Wir unterscheiden die Flatkörbe, große Größe, also sagen wir mal, da ist eine mittlere Größe und hier so eine Mini-Größe. Eigentlich benutze ich gar keine anderen. Etwas größer, wenn die Fische gut beißen. Und die Mini-Größe, wenn die Fische schlechter beißen. Sprich wie zum Beispiel im Winter oder wenn die Fische ein bisschen bockig sind. Am Anfang angle ich meistens immer mit einem größeren. Wechsel dann schon mal auf eine kleine, wenn die Fische nicht mehr gut beißen. Ist eigentlich sehr simpel. Wir haben hier so Sets von Fishing Tackle Max. Da sind vier Körbe drin. Da ist auch so eine Maut drin, wo man das Futter drin formt. Mit den unterschiedlichen Gewichten steht es drauf. Und die gibt es dann von 20 Gramm bis 30 Gramm, 25 Gramm, 36 Gramm. Da ist alles drin. Hier ist im Prinzip alles drin, was ihr nötig habt an Körben. Dann braucht man noch solche Konnektoren. Kann ich ja hier mal zeigen. Da hängt man sein Vorfach einfach ein. Jetzt muss ich mir die Brille mal anziehen. Das hängt man einfach ein. Macht das Ganze zu und fertig. Jetzt ist euer Vorfach sicher hier drin. Ne? Dann unterscheiden wir die Anködermethode. Ich habe jetzt hier einen Spike drauf, einen Spieß. Oder Bajonett genannt, die gibt es fertig gebunden als Rigs. Die haben wir zum Beispiel mit und ohne Widerhaken. Bajonett, ein Band, da macht man den Pellet oder auch den Wefter, den Dumble am Band. Hier sticht man ihn ein
Und dann gibt es noch für die weichen Köder die Quickstops, wie zum Beispiel für Mais oder für Bread Punch. Da könnt ihr einfach den Quickstop durchschieben. Dann ist euer Köder sicher immer unterm Haken. Hier ist euer Bajonett. Den stecht ihr einfach rein in euren Köder. Und dann hängt der schön unterm Haken. Der Fisch kann ihn aufnehmen. Der Köder hängt unterm Haken. Der kann ihn nicht mal ausspucken. Der hakt sich dann sofort selber. Der Korb, der läuft frei auf der Schnur. Das heißt, falls ihr auch mal irgendwann einen Schnurbruch habt, dann zieht der Fisch nicht den ganzen Korb hinter sich her. Das ist auch eine gute Sache. Und der nächste. Und der nächste, ja. Der Stock ist ja krumm, ne? Ja, wir brauchen da zum Mettet-Angeln schöne parabolische Ruten mit einer weichen Aktion. Hat er den Vorteil, da können den die großen Fische, die nimmt alle Schläge, können die schön ausdrillen. Ich habe jetzt hier eine Hornet, FDM Hornet Feeder. Oh, guck mal, was ein schönes dickes Rot auch. Das ist ordentlich. Das sind ganz, ganz seltene Gäste beim Mettet-Fiedern, aber das ist ein richtig anständiger Brocken hier. Wahnsinn. Wie gesagt, beim Mettet-Angeln, da selektiert er echt die größeren Fische. Als Hakenköder benutze ich heute unsere Sensi Baits Wafters. Die gibt es in zwei unterschiedlichen Größen, in 4 und in 6 mm Durchmesser. Sind eigentlich so die gängigsten Köder. Ein Wafter, der hat einen leichten Auftrieb. Aber anders wie ein Pop-Up, also der zieht nicht so extrem nach oben, der hat nicht so einen Auftrieb wie ein Pop-Up, der gleicht nur das Hakengewicht aus, sodass euer Haken auf dem Boden förmlich schwebt. Der liegt aber auf dem Boden, der ist dann ganz leicht, der Köder. Wenn der Fisch dann noch vorbeischwimmt und durch seine Flossenbewegung, da wackelt er ein bisschen und dann wird er gleich neugierig, interessiert ihn und dann packt er sich den Köder und das ist eigentlich eine todsichere Nummer. Ne? Wenn es extrem schlecht ist, benutze ich lieber hier diese ganz kleinen Mini 4 mm Wafters. Und wenn die Fische normal beißen, da greife ich lieber auf einen 6 mm Wafter zurück. Die gibt es in 10 unterschiedlichen Farben und in 2 unterschiedlichen Größen. So ist man eigentlich auf jede Situation, kann man sich einstellen. Die Farben, die muss man echt variieren. Manchmal hat man Tare, dann ist ein gelber besser, manchmal ist so ein total unauffälliger viel besser. Na, das ist immer tagesabhängig. Ne? Also ich sage auch immer, bei hellen Taren, wenn richtig die Sonne scheint, sind so ein bisschen dunklere Farben oder sind dunkelrot, sind besser. Wenn das Wetter ein bisschen dunkler ist, bewölkt oder auch im Winter, ja, dann ist oft auch ein grellerer Köder besser. Ne? Da muss man echt probieren, also von Gewässer zu Gewässer ist das unterschiedlich. Aber hier hat man einfach alle Farben, gängigen Farben, so ist man echt auf jede Situation. Ist mir bestens vorbereitet. Ne? Fischnummer weiß ich nicht. Ja, da werden auch noch ein paar kommen. Ne? Die sind eingelaufen. Ne? Der Stelle schlägt ja an, ne? Also füttern tun wir heute mit unserem Next Generation Basic Mix. Da habe ich gut 25% Super Crush Black beigefügt. Dann bekommt das eine bessere Bindung. Guck dir die Rotauren an, ey. Ja, die sind heute gut vertreten. Boah, was sind das alles für, guck mal, was da für Klopper sind. Ja. Ja, und dann einfach ein paar Pellets dabei, Feed Pellets oder auch Coarse Pellets genannt und ein paar Halibut Pellets. Und du siehst, dann läuft das hier. Guck dir mal an, was da für schöne Fische sind hier. Das ist auf jeden Fall vorzeigbar. Ja. Das sind nochmal richtig Rotauren. Richtig dick. Ja, oder mit dem Mettet wieder. Das hast du auch nicht alle Tage. Nee. Ja? Ich halte die Angel jetzt ein bisschen unter Wasser. Dann läuft die Schnur schneller ab. Geht die schneller unter der Sieben schneller ab beim Absinken vom Korb. Die ist schon fast ganz unten. Brauchen wir nur noch ein bisschen beizuspannen und fertig. So, als kleine Hilfestellung habe ich immer ganz gerne so eine Stoppuhr dabei. Ja, wenn ich reingeworfen habe, dann drücke ich die auf 0. Da zeige ich mir, wie lange das ungefähr dauert, bis ich einen Biss bekomme. Und da kann ich auch immer schön dran sehen, wie lange der Korb jetzt liegt. Ne? Da habe ich immer so ein bisschen eine Orientierung.
Wenn man jetzt einen Angeltag, da kann man sagen, so, die meisten Bisse kamen zwischen Minute 5 und Minute 10. Oder, so hat man immer eine schöne Orientierung und man weiß immer genau, wie lange das Ding drin liegt, wenn man neu wirft. Der ist hier voll am Platz. Taktik ist voll aufgegangen. Futterkonzept hat mal wieder zugeschlagen. Sehr schön. Was da für tolle Fische sind hier, ne? Ja. Kommt der nächste. Der hat überhaupt nicht lange drin gelegen. Ja, der weiße kurz ist der, ne? Das ist auch wieder ein schöner Fisch. Das macht das Ganze doch Spaß, oder? Ganz genau, finde ich auch. Selbst beim Zugucken. Wie gesagt, geht einfach mal raus mit dem Method. Versucht das mal. Ihr werdet sehen, ihr habt ruckzuck Erfolg damit. Das ist im Prinzip eine ganz simple, einfache Anglerei. Und selbst an so schwierigen oder bescheidenen Bedingungen funktioniert das Ganze ja. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt 4 oder 5 Tage Dauerregen gehabt. Es ist 10 Grad, wir haben Ende Mai. Das sind katastrophale Bedingungen. Das ist ungewöhnlich eigentlich. Und das funktioniert. Ne? Das funktioniert überall. Ne? An jedem kleinen Dorfsteich, wo ein paar Karpfen schwimmen, wo Brassen schwimmen oder Schleien schwimmen. Und das funktioniert überall. Ne? Einfach mal ausprobieren. Ganz genau. Aber aufpassen, Method Angeln ist Suchtgefahr. So Freunde, ich würde sagen, die Mission, heute dicke Fische zu sehen, ist heute voll aufgegangen. Matthias, was meinst du? Wie war dein Tag? Was schätzt du? Astreiner Tag. Habe ich ehrlich nicht gedacht, weil wir halt das kalte Wetter haben und war ein mega geiler Angeltag. Aber da kann man mal sehen, wie einfach, mit ganz einfachen Dingen man unheimlich viele Fische fangen kann. Method Feedern ist die Zukunft. Ja, war sehr spannend heute, trotz der bescheidenen Wetterlage, wie schon erwähnt. Und wir hoffen, ihr könnt einiges von dem heutigen Film mitnehmen und das in eure Angelei anwenden. Matthias, wir fahren jetzt nach Hause, genau. Holen uns was zu essen und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann.